Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung MEF Kompakt. Ziemlich nasskalt war es am vergangenen Wochenende zur Marienberger Kneipennacht. Die ganz Hartgesottenen ließen sich die Freude am Feiern jedoch nicht nehmen und genossen gute Musik und nette Gesellschaft. Sehr schön, das Wetter könnte ein wenig besser sein. Ein wenig ist gut. Schlappe 8 Grad und Nieselregen, das waren die äußeren Bedingungen, die zur 7. Marienberger Kneipennacht 2011 angesagt waren. Wie dem auch sei, viele haben sich davon nicht abschrecken lassen und waren einfach dabei. Wir sind auf Tour, auf zur Zschobauer Straße. Hier spielten sie, die kastrierten Kannibalen. Neben den entsprechenden Bands, neben der Musik präsentierten die 14 Kneipen auch kulinarische Länderspezialitäten. Was wir aber erfahren haben, gibt es denn auch heute zur 7. Auflage Glühwein im Angebot? Glühwein haben wir am Bierwagen, beziehungsweise bei der Bratwurst. Was halten nun die Gäste von dieser Kneipennacht? Einwandfrei, es ist schlechtes Wetter, in den Kneipen ist viel los. Das ist am wärmsten und das Bier schmeckt trotzdem. Also die Fußballer kommen ja gar nicht mehr aus und feiern heraus. Ja, wir feiern nicht mehr raus. Ja. Morgen geht's. Wir machen immer von Helldunkel bis Helldunkel. Wie findest du denn die Truppen, die Bands, die hier spielen? Teilweise haben sie ihren eigenen Stil, da ist ein bisschen komisch, aber ansonsten gibt es ja gute Musik zu sehen. Die beiden am häufigsten durch Zecken übertragenen Infektionskrankheiten in Deutschland sind FSME und Borreliose. Gerade jetzt im Sommer, in der aktivsten Zeit der kleinen Tierchen, ist ein Schutz vor der Übertragung der Erreger besonders wichtig. Das Deutsche Grüne Kreuz rät daher dringend zur Impfung, die ganz nebenbei auch sehr gut verträglich ist. Es wird und wird nicht ruhiger um den Zöblitzer Bahnhofsberg, genauer gesagt um die Umleitungsstrecke nach Zöblitz. Laut Freie Presse kann die Fahrt über die Schleichwege richtig teuer werden. Schwerpunktmäßig wird ab sofort der Waldweg zwischen der Schlossberg- und der Talstraße überwacht. Für vermehrte Kontrollen teilen sich diese Aufgabe mittlerweile die untere Forstbehörde, die Staatswaldrevierleiter und an der Auffahrt vom Waldweg auch die Polizeidienststelle in Marienberg. Seien Sie also gewarnt. Seien Sie vorsichtig unterwegs auf den Straßen des mittleren Erzgebirges, denn es wird geblitzt. Wo genau, das erfahren Sie auf unserer Teletext-Seite 112 oder im Internet unter mef-line.de. Das Kultur- und Freizeitzentrum Marienberg kennt jeder, aber haben Sie sich schon einmal das Innendesign genauer angesehen? Falls nicht, dann lassen Sie sich doch mal von den Formen, Symbolen und Details inspirieren. Ihre Entwürfe können Sie dann am 16. und 17. Juli jeweils von 9 bis 17 Uhr unter Leitung von Diplom-Textildesignerin Irene Semelka auf unterschiedliche Seidenstoffe umsetzen. Eine Anmeldung ist vorher erforderlich. Alle kleinen und großen Zuschauer, aufgepasst, denn es ist wieder soweit. Der traditionsreiche Zirkus Probst kommt in unsere Region. Am 15. und 16. Juli gastiert er in Zschopau, anschließend ab 18. Juli in Olbernhau und vom 22. bis 24. Juli schließlich in Marienberg. Und das Beste daran, es gibt Freikarten zu gewinnen. Also rufen Sie uns einfach an und sichern Sie sich Ihren freien Eintritt in den Zirkus Probst. Ab und an ein bisschen Kultur kann nicht schaden und deshalb lädt Sie der Wolkensteiner Ortsteil Warmbad am kommenden Sonntag zum 8. Operetten Open Air mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue ein. Veranstaltungsort ist der Konzertplatz in Warmbad. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Wem das noch nicht reicht, der kann bereits am Samstag ab 17 Uhr in der Seifner Kirche den Klängen einer Sommermusik lauschen, mit Volker Flath an der Tuba und Michael Harzer an der Orgel. Anschließend findet noch ein Turmblasen statt. Ganz im Sinne der vergangenen Woche bleibt auch das Wochenende überwiegend bewölkt und verregnet. Mit Beginn der neuen Woche lösen sich die Wolken immer weiter auf und wir bekommen endlich wieder die Sonne zu sehen.
Auch die Höchsttemperaturen mit bis zu 25 Grad lassen spürbar den Sommer zurückkommen. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und sehen uns wieder zur nächsten Sendung MEF Kompakt.